Hey, das ist ein Kahn. Sieht aus wie der, den wir abgeschossen haben. Hat wer eine Pumpe und etwas Klebeband? Ich hasse diese Chomper. Nichts ist vor diesen kleinen Scheißern sicher. Ja, wie kann man bloß dauernd überall nach Kram suchen? Hey, ich setze freie Ressourcen intelligent ein. Nur deshalb sind wir noch am Leben und können uns hier streiten. Na los, die Locust haben bestimmt noch mehr von diesen Kähnen. Da kommt unser Taxi. Ihm nach! Wenn wir den Kahn gekapert haben, will ich ans Steuer. Ich glaube, ich weiß, wie man ihn fliegt. Damit hallo und herzlich willkommen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Gears of War 3. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Was haben wir denn an Waffen? Ach, wir haben diese Geschichte mit der Shotgun und mit den... Okay. Ja, wie gesagt, danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich habe mal geguckt, wie viele Akte es gibt. Es könnte eine Weile dauern, bis wir mit dem Spiel durch sind. Also Gears of War wird dann ein bisschen eng. Was ist denn in Käfig? Ein Zutritt verboten Schild. Fast hat's geklappt. Dort ist unser Kahn. Und sie müssen früher oder später landen. Los, sonst verlieren wir sie noch. So. Auf, Jungs, da draußen hat sich was bewegt. So, es kommt auf uns zu. Ausschwärmen und in Bewegung bleiben. Hat eine kurze, muss in den Schlag ziehen sie also genau, okay. Scheiße, das ist ein Korpser! Auf dem Weg! Ausschalten! Wieso jetzt? Okay, es funktioniert nicht so, wie ich es mir vorstelle. Ich kann nicht ausweichen, ich hänge irgendwo. Guck mal, ich stelle mich mal wieder hin. Ging das? Kann ich nicht hinstellen. Also. Nee, ich brauche eine ordentliche Waffe. Da liegt was, da liegt was, da liegt was. Ein Lenser, jawoll. Wetten, dass seine kleinen hässlichen Freunde irgendwo da draußen sind? Ja, vielleicht sind die da, wo die Kähne hin wollen. Sag dir doch, wir warten bei uns. Menschen. Gegen meine Sniper-Skills kommst du einfach nicht an. Guck mal hier, ausweichen, ausweichen, ausweichen und... Bleib mal hier! Hallo, Ibims! Aua. Der Mann mit der Kettensäge. Prima. Lol. Ganz schön, ganz schön nebelig hier. So, wo müssen wir denn weiter? Vermute mal da lang. Was hat er denn da? Hinterhalt! Na Scheiße, die verdammten Viecher sind schwer klein zu kriegen. 20 Mäuse, wenn du eins vom Himmel holst. Yeah.
Wieso vom Himmel? Alter, ist es gerade laut. Keine Munition mehr. Alter, ist das gerade laut. Es tut ja richtig weh. Ich muss das gleich mal einpegeln. Retro-Lenser. Alle nur so beschissene Waffen, weil... Danach habe ich gesucht. Schön aus den Knien. So macht man's richtig. Treffen mich nicht, die treffen mich nicht, denn ich bin schnell wie der Flash. Na gut, sie haben mich getroffen. Sie haben mich doch getroffen. Ich dachte, ich bin da in Sicherheit. Ich dachte, ich bin da nicht mehr in der Range von dem Teil. Nicht Rage, Range. Wäre ganz geil. Ich fände es richtig geil, wenn du mal in Deckung gehen würdest, mein Freund. Au. Das sind diese Dinger, die aus dem Boden kommen. Digga! Danach habe ich gesucht. Ich glaube, wir sollen da hoch. Ich weiß nicht, aber ich habe irgendwie den Verdacht. Ein Haufen Maden will uns die Party versauen, Markus. Ist aber nicht nett. Die Summe könnte uns viel Plackerei ersparen. Ich nehme jede Hilfe, die ich kriegen kann. Okay, dann wagen wir mal einen kleinen Test. Aha. Ein paar wenige.
Ein Schuss haben wir noch. Ja, lief doch ganz gut. Das lief doch ganz gut. Das Ding hast du selber geworfen, also reg dich nicht auf. Prima. Ja, wir müssen mal schauen, das könnte ein bisschen eng werden mit Gears 4. Okay. Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl. Die ganze Munition an, die richten sich ja häuslich ein. Schnappt euch, was ihr braucht und dann weiter. Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl bei der Sache, so viel Munition wie hier rumliegt. Akt 2, Kapitel 3. Ach, wir sind schon im Akt 2. Kann ich mitbekommen. Das passiert also, wenn man ihre Tunnel flutet. Sie bauen einfach anderswo neue. Ja, ich fand es schon etwas seltsam, sie hier oben herumstreunen zu sehen. Für Sonne und Strand sind sie sonst nicht zu haben. Offenbar haben sie sich ein neues Heim gebuddelt. Das Gebiet hier muss völlig untertunnelt sein. Hey, der Kahn scheint landen zu wollen. Hat jemand Bock, ihn zu kapern? Ja, ein Flug erster Klasse zum Amboss-Tor. Bin dabei. Meine kleinen Steroidopfer. Mist, er will zum Signalhorn. Schaltet sämtliche Wachen aus, bevor sie Alarm schlagen. Kontakt. Ja, das wird lustig. Aufhalten, bevor das Signalhorn bläst. Sieht eigentlich, wenn ich darauf schieße, explodieren die? Ah, okay, die explodieren. Gut zu wissen. Scheiße. Ja. Du darfst wieder reden, Bert. Schätze, wir wurden entdeckt. Bist du dir sicher? Ernsthaft? Was war das denn? Du. Oh, Scheiße. Das heißt, wir müssen die ganze Scheiße jetzt immer wieder machen. Schaltet sämtliche Wachen aus, bevor sie Alarm schlagen. Wir sollten den Seiteneingang nehmen. Das Seitentor ist frei. Okay, los. Hoffmann würde das mangelnde Sorgfaltspflicht nennen. Ist mir egal, wie Hoffmann das nennt.
Ich nenne das Seitentor ist frei. Oh, die haben eine schöne Architektur hier. Oh, wir sind wieder in irgendeiner Höhle drin. Oh. Wir sollten uns einige Vorräte schnappen. Hier muss es zum Hauptkomplex gehen. Scheiße! Wir können von Glück reden, dass es uns nicht sofort erwischt. Ja, wenn wir diese Geschütztürme nicht ausschalten, kommt die Nummer als nächstes. Hallo, Ibims. Das Ding ist Schrott. Das braucht keine Sau. Geht aber in Deckung. Ich werde die Folgen ab heute einfach mal ein bisschen länger machen. Ich denke mal so 40 Minuten erstmal ist eine gute Zeit. Dann schauen wir mal weiter. 40 bis 45 Minuten. Au. Weil sie einfach keine Chance haben gegen mich. Prima. Das ist die Waffe, die dir. Prima. Prima. Der merkt auch nichts mehr da. So, nun sind wir wieder etwas stärker. Eins muss man den Maden lassen. Sie bauen für die Ewigkeit. Irgendeine Idee, wo wir hier sind? In der Scheiße. Bis zum Hals. Das. Warum muss der Hauptmann sich auch ans andere Ende dieser Mistwelt davon machen? Ich will nur hoffen, dass der Alte noch lebt. Wann hatten wir das letzte Mal Funkkontakt mit dem Ambusstor? Vor über einem Jahr. Wenn er tot ist, behält Bernie die Diskette. Finden Sie einen Weg aus dem Bunker. Ja, super. Da drüben ist ein Kahn. Mal sehen, wo er landet. Dum.
glaub nicht, dass die landen. Das sieht nicht so aus. Aha. Nach der nächsten Salve laufen wir los. Das war ein Fehler. Ich muss gucken. Das war jetzt nicht so clever. Klug, clever. Können euch auch so irgendwas mit G. Ach, scheiße. Glaub nicht, dass die landen. Achtung! Verdammte Reiter! In Deckung! Nach der nächsten Salve laufen wir los. Ihr beschießt euer eigenes. Okay, jetzt! Ihr beschießt eure eigenen Immobilien hier. Das ist. Gut, dass er das immer sagt. Scheint zu verschwinden. Wenn wir Glück haben, halten sie uns für tot. Wenn wir Pech haben, holen sie bloß Bomben. Bomben? Was wollen sie? Bomben? Wir müssen wohl auf den Turm darauf. Das denke ich auch. Bert, bist du ganz sicher, dass du diese Monsterblase steuern kannst, wenn wir sie haben? Ja, Pisserchen. Schließlich ist Blasenkontrolle nicht eben deine Stärke, nicht wahr? Einmal. Es ist ein einziges Mal passiert, okay? Wie dem auch sei. Ich habe das Navi aus dem havarierten Kahn mitgenommen. Ein Direktflug zum Ambustor. Einprogrammiert und bereit. Gute Arbeit. Okay, finden wir einen Weg zu diesem Turm. Blasenkontrolle ist nicht seine Stärke. Was für eine Anspielung. Und knöpfen uns die Verstärkung vor. Ich wollte die Waffe unbedingt haben. Die absolut nicht funktioniert. Wie nah muss ich denn an den Gegner ran, dass die. Okay, bei der Hammerbrust. Uns lieber in Deckung halten, es sei denn, ihr habt alle Todessehnsucht und bevorzugt das offene Gelände. Wir sollten zur Abwechslung mal schleichen und aufpassen, dass uns keiner in den Arsch schießt. Ja, zur Hölle, dafür bin ich auch. Was? Beschlossen. Einstimmig. Die Gears wollen schleichen? Stimmt da denn nicht mit denen? Eine Zoohandlung. Guck mal, Bert, die da ist süß. Ja, sie kann sogar ein paar Tricks, zum Beispiel in deinem Gesicht explodieren. Feindkontakt. Unter Beschuss! Scheiße, wir werden bald sämtliche Marken hier an der Backe haben. Keine Chance gegen mich.
Die haben doch keine Chance. So geht das also bei denen. Das ist eine Zeckenfabrik. Jetzt kriegen wir hier Ausrüstung für Lau. Danke, liebe Mann. Greift nur zu. Wir können sie auch benutzen. Hier sind noch mehr. Sind die denn unter mir? Ich höre die doch. Alter, was für ein Massaker. Hier gehst du mir. Hallo? Benötige Hilfe. Komm! Alter Freund. Ganz viele Zwischensequenzen hier. Das war im ersten Teil oder so, im zweiten Teil auch nicht so massiv. Okay. Wie hält denn der aus? Der schlupft. Ja, ich sag's jetzt nicht. Leck, 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 leck. Willst du was? Da. Wollte ich. Ah, ich hasse Korpse. Die vielen Beine, das macht mich wirr im Kopf. Na, weißt du, das ist, weil der Mensch ganz instinktiv auf so Krabbelfische reagiert und... Okay, bin schon still.
Die Dialoge sind auch wesentlich besser geworden. Ach, ich freue mich, wenn dann Gears 5 rauskommt und ich sagen kann, ja, ich habe alle Gears-Teile gespielt. Hey Dom, machen Eier dich auch wirr im Kopf? Ich mag die Dinger nicht. Daher kommen also die Korpse. Wenn Mama Korpse und Papa Korpse sich ganz doll lieb haben... Wow, bleib lieber zurück, Bert. Sonst hält es dich am Ende noch für seine Mutter. Wie wär's, wenn ihr klatscht und euer blödes Maul haltet, bevor wir die Mutter aufwecken? Okay. Das war's wohl mit der Idee. Mama ist sauer. Wo ist Mama? Scheiße, wir haben Mami geweckt. Und sieh die ganze Brut, diese verdammten Dinger schlüpfen. Los, töten sie und nichts mehr raus hier. Nein, das ist unglücklich. Das sind keine Spinnen, das bringt Unglück, wenn wir sie nicht töten. Pass auf, es schlüpft noch mehr. Mann, ist die hässlich. Die Augen, kleines. So scheiße. Mami ist blind. Hört auf, euch einzugraben, das finde ich jetzt nicht nett. Au. Au. Wieso hat das schon wieder auf? Naja, falsche Richtung. Bin da mal weg. Ihr macht das schon, Jungs. Au, nein, bitte nicht.
bitte nicht sterben. Nein, 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 ich will die ganze Scheiße nochmal machen. Alter Schwede, ey. Zwei Augen, ey. Komm schon. Schau mir in die Augen, Kleines. Konzentrieren, Leute. Alter, das ist so gerade so krass laut. So, noch einmal die Augen. Komm schon. Controller ist es echt schwieriger, als es aussieht. Ich hab doch getroffen. Ist tot. Hoffentlich ist der Kahn noch da. Mama ist sauer und tot. Heilige Scheiße, da ist sogar eine ganze Gasbeutelflotte. Such dir ein Modell aus. Ich nehme den linken da. Die werden auch immer hässlicher. Oh, die Königin. Nette Brüste. Er ist es. Alarmier die Flotte. Ich will, dass sämtliche Außenposten zwischen hier und Asura vollständig einsatzbereit sind. Und sorge dafür, dass er nicht wieder entkommt. Was hat die denn für ein Problem mit uns? Verdammt, sie lebt noch. Wie zum Teufel konnte sie die Flut überleben? Also, sie hält noch immer die Fäden in der Hand. Verdammt, scheiße! Das Vieh ist ja riesig! Ich hab deine Nummer, Schlampe. Gut, aber an der Stelle machen wir Feierabend, liebe Leute. Wenn es euch gefallen hat, schreibt es mir in die Kommentare, gebt mir einen Daumen nach oben und ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder zu einer weiteren Folge von Gears of War 3 hier auf dem Kanal. Vielen Dank, bis morgen. Ciao!